Steht ihr Bild? Da ist sie wieder. Hallo zusammen. Heute mal wieder Hallo. Live-Talk mit Karin Prübel und ich freue mich total darauf, weil wir jetzt eine längere Pause gemacht haben. Es ist ja, wir lassen das einfach immer locker angehen, so wie es gerade. In den Zeitplan zusammenpasst und wir freuen uns natürlich, wenn ihr sofort wieder da euch eingeloggt habt und angemeldet habt, auch wenn es nur einmal im Monat ist. Und in dieser Jahreszeit passt dieses Thema Wahrhaftigkeit im Alltag ganz besonders. Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt viele, viele Situationen, wo das zutrifft. Aber jetzt zu dieser Jahreszeit ganz besonders. Ich begrüße dich, Karin Krümmel. Krümmel. Da haben wir wieder die Krümel. Hallo Gabriele. Und hallo alle, die da sind oder die das später schauen. Zeit gefunden hast, uns hier da mit uns zu talken, zu reden und dein Wissen mit uns zu teilen. Dankeschön schon vor allem im Vorfeld. Valentina. Und es ist. Ja. Das geht hier nicht nur um Wissen teilen, ich glaube, das ist das Allerwenigste, sondern einfach gemeinsam mal den Fokus auf eine bestimmte Frage zu richten und diese Frage einfach mal da sein zu lassen oder diese Fragen und zu schauen, was dann auftaucht, dass es wirklich frisch ist und wir schauen, dass wir, während wir hier über Wahrhaftigkeit reden, einfach auch wahrhaftig sind mit dem Nichtwissen oder mit was auch immer gerade auftaucht. Und das haben wir ja hier in den Talks auch immer sehr schön, dass wir da alle sehr pur miteinander sind Also und schade, es dann haben die sich Sachen klarer auftauchen. 27 haben sich angemeldet und bis jetzt sind erst 7 da. Also zum Live-Talk sollten eigentlich natürlich die Leute auch live dabei sein und sich nicht nur auf eine Aufzeichnung freuen. Das ist natürlich schade, vielleicht kommen noch viele, Ja. einige wenigstens. Und vielleicht sind auch endlich mal, ist auch endlich jemand dabei, der sich mal dazuschalten lässt. Beate, wie sieht's aus? Du bist immer so aktiv dabei. Du bist auch dabei sofort, wenn das Thema wieder aufkommt, Live-Talk. Und hast du Lust, dich mal dazuschalten zu lassen? Ich begrüße dich erstmal als regelmäßige Teilnehmerin. Valentina, bist die Valentina, die am Dienstag auch beim Webinar dabei war, bei Sabine? Sabine kenne ich noch nicht. Ja, gucken, wer noch da ist in der Teilnehmerliste. Und Anonyme letzten Endes ist Teilnehmer. es ja mittlerweile bekannt, dass du das hochlädst und dass es später zu sehen ist. Insofern ist das einfach die, die jetzt da sind und das Thema mit jetzt tragen und unterstützen und dann alle Genau. anderen schauen das später und sind so damit verbunden. Also ich denke, wir starten trotzdem Direkt direkt starten jetzt und und nutzen Beate die macht Zeit. dann natürlich. Also, auf geht's. Ich halte dich groß und stellst am besten das Thema erstmal vor. So. Genau, hallo nochmal jetzt in groß. Ja. Okay, Thema Wahrhaftigkeit im Alltag. Und es ist spannend, das hatten wir vorhin auch schon kurz beredet, dass dieses Thema jetzt zum Jahresende extrem deutlich auftaucht. Und uns steht ja so die Weihnachtszeit bevor und die Treffen mit Leuten, die man sonst so intensiv und so lange gar nicht sieht, die eigene Familie oft und wo es ja dann wieder die Frage ist, okay, wie kann ich mich da zeigen? Wie geht das? Also so Jahresende macht bei vielen Leuten oft auch nicht nur Freude, sondern auch Stress. Und mit vielen Erwartungen und wie sollte es sein? Und da geht dann meistens die Wahrhaftigkeit unter diesen ganzen Erwartungen und Vorstellungen, wie was sein sollte, ein bisschen verloren. Könnte ja wahrhaftig sein, dass ich Weihnachten gerade niemanden sehen will oder Silvester gar keine Lust auf eine große Feier habe. Also das sind Natürlich. so Sachen, die jetzt auftauchen. Ja. Und ich habe ja auch öfter Nachfragen für so Fortbildungen in Teams. Und da ging es spannenderweise heute auch genau um diese Thematik. Wie geht es denn mit der Wahrhaftigkeit im Team? Wie gehe ich denn damit um, wenn jemand nicht wahrhaftig ist? Was sind denn Lügen? Wann ist denn eine Lüge eine Notlüge? Und irgendwie, okay, und was hat das denn für Auswirkungen, wenn ich nicht wahrhaftig bin? Also da tauchten ganz viele Fragen auf. Ich dachte, Mensch, dieses Thema kam ja, glaube ich, auch einen Themenwunsch zu Umgang mit Notlügen und wie schütze ich mich, wie schütze ich andere. Und
Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Punkt erwischt, den heute mal zu beleuchten. Und es ist wieder ein Thema, das machen wir hier immer so, was einfach jeden betrifft. Also wo einfach wirklich keiner sagen kann, da habe ich so gar nichts mit zu tun. Und ja, da freue ich mich drauf, das mit euch heute anzuschauen. Wir machen es wieder wie immer. Ihr habt ja da das Chatfeld und stellt einfach eure Fragen. Und wir schauen mal, wo uns das hinbringt. Ich würde gern noch mal was generell zu Wahrhaftigkeit sagen, weil das ist so ein Wort, wo wir immer denken, ja, schon mal gehört, kenne ich. Aber was genau ist denn Wahrhaftigkeit? Und Beate hat gerade noch was geschrieben. Ich mache da einfach nicht mit all den Feiertagen und klinke mich schon vorher aus. Dann brauche ich auch nicht lügen. Genau, auch eine Möglichkeit des Umgangs damit und das kann das Wahrhaftige sein. Nochmal zur Wahrhaftigkeit. Genau, da kommt nämlich schon die entscheidende Frage von Valentina. Danke dafür. Ist Wahrhaftigkeit eigentlich dasselbe wie Authentizität? Ich benutze es tatsächlich oft identisch. Also es geht jetzt hier, was wir jetzt hier besprechen, nie um die letzte Wahrheit und die perfekte Definition, sondern um das, was jetzt hier einfach gerade kommt. Und ich benutze es gleich, wahrhaftig und authentisch. Meine damit, dass es einfach, das ist das, wo in mir einfach alles stimmig miteinander ist. Also wo das, was ich da in mir wahrnehme, auch das ist, was nach außen kommt. Und es kann sein, dass ich in mir gerade wahrnehme, ich möchte gerade mich zurückziehen, ich möchte gerade nichts sagen. Und da ist nämlich der Unterschied nochmal zwischen, hallo Hannelore, zwischen Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Weil oft wird gesagt, man muss immer die Wahrheit sagen. Ich muss immer antworten, wenn ich gefragt werde und dann die Wahrheit sagen. Die Wahrheit, das ist so eine Sache, also nehme ich immer so ein Bild, wenn man sich vorstellt, man hat ja auf einem Blatt eine Zahl gemalt und zwar eine 6. Und ich gucke drauf und sehe eine 6. Und du guckst jetzt von der anderen Seite und siehst aber eine 9. Wir hatten jetzt recht. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Je nachdem, von wo ich es betrachte, kann das total anders aussehen. Und möglicherweise gibt es nicht die Wahrheit. Je nachdem, wie das Blatt liegt, sagen wir zu diesem Kringel da drauf 9 oder 6 oder noch was anderes. Also Wahrheit und Wahrhaftigkeit würde ich mal nicht gleichsetzen, im Sinne von, man muss immer die Wahrheit sagen. Und wenn ich Eigene Wahrheit. sage, ich bin wahrhaftig oder authentisch, für mich ist es gleich, aber ihr könnt gerne auch noch reinschreiben, wenn das für jemanden anders ist, also das in Bezug setzen, weil wenn wir hier sagen, okay, wie geht denn das mit der Wahrhaftigkeit im Alltag, dann ist natürlich gut zu wissen, wovon reden wir da eigentlich. Und ich meine damit eine Stimmigkeit, dass ich wirklich sichtbar bin, transparent bin, mit dem, was in mir für mich gerade wahrhaftig ist. Und das hat nicht mit der Wahrheit zu tun, die es meines Erachtens nicht gibt. Das hat auch nicht mit moralischen Vorgaben, mit Regeln zu tun, sondern das ist mein ganz eigenes, wie ich entscheide, in der Welt zu stehen. Das hat sicherlich auch mit meinen Werten zu tun, wenn ich von innen entscheide, bestimmte Werte zu leben, zum Beispiel jemanden nicht ins Gesicht zu lügen. Dann ist das meine Entscheidung und mein Wahrhaftigsein. Jetzt ist die Frage, wenn jemand andere Werte hat, kann der dann wahrhaftig sein und trotzdem jemandem was sagen, was offensichtlich inhaltlich ganz anders Wir ist? hatten auch noch das Unterthema in der Ausschreibung, wie weit verbiegen wir uns für unsere Werte? Das war auch noch so ein Unterthema, ne? Da will ich auf jeden Fall auch heute noch drauf hinauskommen, weil das alles natürlich auch sozusagen seinen Preis hat. Das hat einen Effekt. Ja. Und sowohl wahrhaftig in der Welt zu stehen, hat Effekte und das nicht zu tun, hat auch Effekte. Und ich hätte es gern hier, dass wir hier nicht über richtig und falsch und so muss man es machen reden, sondern einfach schauen, aha, so ist es also, so funktioniert das. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ich sage immer, wenn ich wahrhaftig bin und jemanden nicht anlüge und versuche sehr gerade in der Welt zu sein, dann mache ich das nicht, um ein guter Mensch zu sein oder wegen der anderen,
sondern das ist ganz wegen mir, weil meine Welt dadurch auch klarer ist. Das heißt, je weniger ich Sachen verdrehe, je mehr ich wahrhaftig bin, desto leichter kann ich bei Menschen erkennen, ob die das auch sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie psychologisches Wissen, das ist einfach so ein Erfahrungswert, dass ich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, denen das schwerfällt, rauszufinden, ob sie gerade angelogen werden oder nicht, dass das oft Leute sind, die selber auch so Verdrehungen haben, die sich selber auch noch nicht trauen, wahrhaftig zu sein. Und dann erkenne ich es auch nicht bei jemand anderem. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Preis. Verdrehe ich es in mir, sehe ich draußen die Welt auch nicht klar. Je klarer ich mich nach draußen zeige, desto mehr begegnet mir da draußen auch eine Welt, wo andere das auch tun und ich das erkennen kann. Und je klarer ich mich selbst auch wahrnehme. Also ich weiß das von früher, dass ich so im Nachhinein feststelle, dass ich da mich oft selbst belogen habe, mir etwas schön geredet habe, selbst nicht ehrlich mir gegenüber gewesen bin. Und das zu lernen, fand ich gar nicht einfach, mir auch selbst etwas einzugestehen, dass ich mich, was ich falsch oder nicht falsch, geht ja gar nicht, falsch wahrgenommen habe, aber dass ich mir selbst was vorgemacht habe, um es mir für mich leichter zu machen. Sich rausreden, das kommt mal zu den Notlügen, ne? Sich rausreden, um sich um etwas zu winden, das hatte ich früher ganz oft, das habe ich teilweise immer noch. Da sind Ängste hinter. So Genau. Zu sein, so wahrhaftig zu sein, wie man es wirklich fühlt. Manchmal war es so, dass ich das meinte zu fühlen, was ich meinte, nach außen geben zu müssen. Dass das dann meine geglaubte Wahrhaftigkeit war. Das war's nicht. Ja. Was stellt das aus? Und dieses Thema Notlügen, da würde ich auch gerne nochmal, es ist schön, dass du das so beschreibst, wie es dir da ging. Weil man ja ganz schnell dann da dran ist und merkt, ah, okay, da war ich nicht wahrhaftig. Und dann macht man schnell draus, okay, dann muss ich jetzt immer alles sagen. Und so diese Schwarz-Weiß-Geschichte, das kann genauso wenig wahrhaftig sein, einfach alles zu sagen. Also vielleicht mal von meinem Dilemma, wieso mich das auch oft so interessiert, naja, was ist denn mit der Wahrheit und was ist denn mit Wahrhaftigkeit? Hier in dem Buch Geschenk an die Welt, da ist ja so ein bisschen auch meine Privatgeschichte drin. Und ich bin mit einer riesen Unwahrhaftigkeit oder mit einer riesen Lüge als Kind aufgewachsen, weil das ganze Dorf durfte nicht wissen, wer mein Vater ist. Und natürlich wird gefragt. Und da er aber eben seine andere Familie hatte und es damals einfach so eine Entscheidung war, das nicht zu sagen, und ich es aber wusste, war das natürlich jedes Mal, wenn mich jemand fragte, wer ist denn dein Vater? Dann habe ich gelogen. Also ich habe meistens gesagt, weiß ich nicht oder bin irgendwie ausgewichen. Ich wusste sehr wohl, wer das war. Und da gab es die Entscheidung, das nicht zu sagen. Was ist denn jetzt wahrhaftig? Also es gab einen Teil, wo das ganz wahrhaftig war, das nicht zu sagen. Die Frage, ob das eine Lüge war. Für mich war es wahrhaftig, diese Entscheidung jetzt nicht mit der Person, die fragt, diese Info nicht mit der Person, die fragt, zu teilen. Und dann gab es aber auch einen Teil in mir, für den war das überhaupt nicht stimmig, das nicht sagen zu dürfen. Das heißt, es war nicht wahrhaftig, einfach zu sagen, ach, das macht mir aber gar nichts aus, sage ich halt keinem. War ja auch nicht deine Entscheidung. Wie gesagt, damals nicht so bewusst reflektiert und letzten Endes hat mich auch keiner gezwungen, das nicht zu sagen. Aber für mich war das irgendwie, gab es da keine Möglichkeit. Und da muss man immer ganz genau schauen, dass Wahrhaftigkeit nicht heißt, ich sag einfach alles, was ich weiß und was ich gefragt werde, sondern zu schauen, wer will ich denn sein und was ist denn für mich, was entspricht denn meinen Werten? Was ist denn für mich tatsächlich die Wahrheit, aber eben nicht die Wahrheit, sondern meine Wahrheit. Was stimmt denn für mich? Und dafür einzustehen. Und das kann heißen, nicht alle Infos zu erzählen. Manchmal auch einfach still zu sein und zu sagen, das stimmt für mich gerade nicht, dir darauf ausführlich zu antworten. Da wäre ich nicht wahrhaftig. Du fragst mich das zwar, aber das stimmt für mich so nicht. Also wahrhaftig heißt nicht immer alles zu sagen. Und
Um auf meine Geschichte nochmal kurz, um das abzuschließen. Wenn ich da heute drauf blicke, war das wahrhaftig nicht auf jede Frage zu antworten und diese Info nicht jedem zu erzählen. Da wäre ich überfordert mit gewesen. Wahrhaftig wäre aber auch gewesen zu sagen, ich bin damit überfordert. Genau. Ja, also das war der Punkt, der auch später viel mehr Probleme machte als die Tatsache, dass ich es nicht gesagt habe, war wahrscheinlich ganz praktisch. Aber die Unwahrhaftigkeit war an der Stelle so zu tun, als macht mir das nichts aus. Und wenn ich jetzt so in dieses Team, was heute nach dieser Fortbildung gefragt hat, wo es um Wahrhaftigkeit und Lügen ging, es geht nicht darum, 100% Wahrheit immer zu sagen, alles zu sagen, was ich weiß oder was jemand fragt. Aber es geht darum, zu dem, wie ich mich verhalte, auch stehen zu können. Mir dessen bewusst zu sein, wer ich da sein will. Und das ist ein Riesenunterschied. Es gibt so einen Film, ich weiß nicht, ob das der Marsianer ist oder auf jeden Fall gibt es da so einen Roboter, der irgendwie mit auf die Planeten fliegt und der kann programmiert werden. Immer in Prozenten, wie viel Prozent der humorvoll ist, wie viel Prozent der kommunikativ ist und intelligent. Und der ist natürlich da immer sehr hoch programmiert. Und in puncto Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit in dem Sinn, ist der auf 80%. Und dann gibt es eine Situation, wo er eben was nicht sagt. Und dieser Mensch, der da eben mit in dem Raumschiff ist, wird ärgerlich auf diesen Roboter und sagt, jetzt programmiere ich dich um, so geht's ja nicht. Und stellt diese 80% Wahrhaftigkeit bei dem Roboter, will die auf 100% hochstellen. Weil er sagt, es geht ja nicht, dass mir ein Roboter Infos zurückhält. Und dann sagt dieses Programm in dem Roboter, es ist nicht möglich, es höher als 80% einzustellen, weil ihr seid Menschen und ihr vertragt nicht 100%. Okay. Ihr könnt Gut. das in bestimmten Situationen noch gar nicht verarbeiten. Und diesen Spielraum, ich fand es sehr, sehr stimmig, sich das einzugestehen, dass es manchmal nicht das wahrhaftig günstigste ist, für jemanden einfach auf alles zu antworten und alles zu sagen. Dass es wahrhaftig sein kann, an sich zu lügen, wenn wir das Wort zu benennen. Und es hat dann so eine harte Frequenz. Also es kann wahrhaftig sein, Sachen nicht zu sagen. Nichts zu sagen, ja. Man muss nicht Falsches sagen. Also, Genau. ich habe mich immer sehr schuldig gefühlt als Kind. Das will ich jetzt mal von mir erzählen. Meine Mutter wollte eigentlich immer alles hören, aber mal am liebsten immer nur das Gute. Ja. Und wenn es mir nicht gut ging oder Streit war oder ich mich mit meinem Freund gezankt habe oder was auch immer, wollte sie das nicht hören eigentlich. Und ich merkte, es ging ihr schlecht, wenn ich das die Wahrheit gesagt hätte. Also habe ich eher mir angewöhnt, immer alles schön, es war gut, es war gut, es war gut. Und habe mich als Kind dann aber auch schlecht, oder auch noch später als Jugendlicher schlecht gefühlt. Und das musste ich mir richtig abtrainieren. Dass ich also, es ist immer noch ein Programm in mir, dass ich also, um andere Menschen zu schonen, vermeintlich zu schonen, meine Wahrheit dann doch zurückhalte und was anderes sage. Und meine Wahrheit schütze, oder wie soll ich es nennen? Wenn ich damals meiner Mutter was gesagt hätte, ich habe mich gezankt mit meinem Freund, ja, warum denn? Und dann hätte sie mir einen Vortrag gehalten, den wollte ich aber nicht hören. Also habe ich es gelassen und habe gedacht, das ist alles super, und dann hatte ich meine Ruhe. Wo ist die Wahrhaftigkeit? Aber ich habe mich schuldig gefühlt. Das war schlecht. Das hat mich ausgebremst. Ich wollte ehrlich sein. Ich wollte immer ehrlich sein und war unehrlich. So habe Und ich das diese, empfunden. und das ist ja auch was wir so beigebracht kriegen. Du darfst nicht lügen, du musst immer ehrlich sein. Und wenn du das nicht bist, dann bist du böse und dann bist du schuldig. Aber ich habe trotzdem immer gemacht, was ich wollte. Also. Und da habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, und dieses schlechte Gewissen hat mich immer wieder brav sein müssen. Das war so ein, habe ich im Nachhinein so rausgefunden, dass das mein Ausgleich war. Also im Grunde genommen war ich mir selbst gegenüber schon wahrhaftig, aber ich habe es dann halt nicht nach außen getragen. So. Ja. Technische Und Frage. Ja, Valentina. Kannst du nur akustisch anwesend zu sein? Wie geht das? Möchtest du uns nicht sehen? Das weiß ich jetzt nicht, wie das geht.
das geht. Einfach nicht hingucken. Einfach nicht hingucken. Monitor ausmachen, ich glaube, dann hört sie uns trotzdem. Aber das ist eine schöne, kann ich mich hier auch nur akustisch, kann ich nur akustisch anwesend sein. Das heißt, uns nur hören, das heißt einfach umdrehen. Also Valentina, du drehst dich weg vom Bildschirm und damit hörst du mich, aber siehst mich nicht mehr. Da ist eine Frage von einer Teilnehmerin. Soll man anderen auch unangenehme Wahrheiten sagen? Zum Beispiel, wenn jemand sich nicht eingesteht, dass er arbeits- oder tablettensüchtig ist. Genau, das sind genau so die Themen, weshalb wir dieses Wahrhaftigkeit im Alltag, wie geht das? Weshalb wir diese Themen besprechen. Ich gucke gerade nochmal, Valentina hat nochmal geschrieben, ich sitze am PC ohne Kamera, habe aber Kopfhörer. Na, dann klappt das. Dann ist das doch, dann hörst du uns und siehst uns nicht. genau, anderen die Wahrheit zu sagen. Das hatten wir auch schon mal mit anderen Feedback geben. Das ist ja so ähnlich, aber hier geht es natürlich noch um tiefere Themen. Die Sache ist, wozu soll das dienlich sein? Also wer will da was? Also habe ich einen Anspruch, dass der andere das wissen sollte, dass er da nicht hinschaut, mache ich mir Sorgen um den anderen. Also es ist immer erstmal gut zu schauen, wozu soll mir das denn dienen, wenn ich da jemand anders glaube, die Wahrheit sagen zu wollen. Ja, das heißt, der ist jetzt voraus, der sieht die Wahrheit nicht und ich denke, ich sehe die Wahrheit. Da ist zum Beispiel bei der Wahrheit, gibt es die Wahrheit. Also diese Geschichten, das sind oft so Themen, wo sich Leute verhaken, wo es dann oft auch Ärger und Widerstand gibt und jemand meint es gut, fühlt sich dann aber nicht gehört, es kommt aber beim anderen nicht an, der wehrt ab. Und dann gibt es meistens so eine Diskussion um, wer hat denn jetzt Recht? Was mit die Wahrheit zu sagen schon impliziert ist, was da schon mit drin ist, dass dann ein Verstand hat, ist, der sagt, so ist es und nicht anders. Und deshalb ist es so eine leichte Frequenzänderung von die Wahrheit, ob jetzt angenehm oder unangenehm, in Wahrhaftigkeit zu wechseln. Wenn ich bei mir nachschaue, okay, wer bin denn ich wahrhaftig jetzt im Kontakt mit der anderen Person, die möglicherweise in meinen Augen ein Problem hat und arbeits- oder tablettensüchtig ist. Und dann kann ich spüren, hey, wahrhaftig ist, ich gehe jetzt mal, fühle mich da jetzt mal ein, wahrhaftig könnte sein, ich mache mir Sorgen um die andere Person, denke, die tut was, was auf Dauer für sie nicht gut funktioniert, was ihr nicht gut tut. Ich möchte aber, dass es der Person gut tut, gut geht. Das könnte wahrhaftig in mir sein. Und dann denke ich, Mensch, ich möchte die Person darauf hinweisen, möchte ihr das sagen, habe aber Angst, dass das für die Person unangenehm ist. Das kann all das sein, was wahrhaftig in mir stattfindet. Wenn ich jetzt wahrhaftig in der Welt sein möchte, dann könnte ich das dieser Person genauso sagen. Du hör mal, ich mache mir Sorgen, ich sehe da was, Angst, dass es dir bald nicht mehr gut geht. Und ich habe irgendwie, ich würde dir das gern sagen, aber Angst, dass dir das unangenehm ist. Wäre ein Einstieg, der absolut wahrhaftig wäre. Zu sagen, ja. Mensch, ich sag dir jetzt mal die Wahrheit, ist so eine Verstandessache, die ziemlich sicher Widerstand produziert. Weil ich kann es nicht wissen. Na, das ist dann ein Label über jemand anders, der ziemlich sicher sagen wird, stimmt nicht, ist nicht so. Macht das Sinn? Kannst du ja mal schreiben? Ah, aus Sorge, genau, ja. Ja. Und dann letzten Endes so diese Mitteilung, wir üben hier oft auch, die Mitteilung vollständig zu machen. Also nicht nur zu sagen, so, ich sag dir jetzt mal, du bist tablettensüchtig, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sondern eine vollständige Mitteilung ist eben, ich mache mir Sorgen. Ich hätte irgendwie das gern angesprochen, denke aber, es ist vielleicht unangenehm. Also die Sachen wirklich von mir zu öffnen, mich zu zeigen. Weil für solche Themen brauchst du einen Gegenüber, da brauchst du einen Mensch, da brauchst du nicht eine Info, die ich mal eben rüberschmeiße zum anderen Menschen, die er sehr wahrscheinlich tatsächlich als unangenehm empfindet und dann auch nicht annimmt. Und dann gibt es so Diskussionen. Sondern da brauchst du einen anderen Menschen, der sich zeigt und sagt, guck mal, das nehme ich von hier wahr. Ja, wenn wir dieses Blatt mit der 6 oder der 9 zwischen uns liegen haben,
Und ich nicht sage, so, ich sage dir jetzt mal die Wahrheit, da ist eine 6. Und dann sagt der andere so, und jetzt sage ich dir mal, was die wirkliche Wahrheit ist, da ist nämlich eine 9. Da wären wir ja nicht fertig. Aber wenn ich sage, du, guck mal, also von hier, wo ich gucke, so sieht es für mich aus. Und so geht es mir damit. Und irgendwie hätte ich gern, dass du das auch so sehen kannst. Das wäre die wahrhaftige Geschichte. Ich habe geantwortet, Dann auch die. geschrieben, genau, ich sagte, dass ich mich sorge, aber beide sagten, es stimme nicht, es sei alles okay. Genau. So Sucht ist ja auch immer etwas Weil, mit genau. Verhalten. Und ich denke, wenn mir jemand sagt, von wegen, du bist so oder so süchtig, und ich kenne Suchtstrukturen von mir selber, weil ich eben lange geraucht habe, aber auch ich weiß, wie sich die, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, hat sich die Sucht überall eingeschlichen. Und die Sucht kenne ich inzwischen ganz schnell, wenn sie anfängt, wenn etwas anfängt, mich zu beherrschen zu wollen, weiß ich, oh, hallo, da bist du wieder. Das kann eben auf allen Ebenen passieren. Aber in dem Moment, wenn die Sucht noch aktiv ist und mir sagt jemand, du bist süchtig, dann fühle ich mich ertappt und muss es natürlich verabschieden. Da ist ganz viel Geheimnis hinter in der Sucht, weil man das selbst weiß, man das schon, man will es aber noch nicht wahrhaben, denn dann müsste man ja die Sucht wieder aufgeben. Man weiß ja, dass es schlecht ist. Und ich fühle das richtig, wenn sie jetzt mir sagte, ich mache mir Sorge, dann würde ich auch sagen, du musst dir keine Sorgen machen, ich habe das alles im Griff, ich kann das. Ich weiß genau, was die Tablette, die ich nehme, oder ich weiß ganz genau, was ich tue. Aber letztendlich hast du schon etwas, glaube ich, angetriggert in dem Moment, wenn du das gesagt hast. Und da muss man es loslassen, ne? Ja, und das ist eben diese Wahrhaftigkeit, da wirklich das zu sagen, was wirklich ist, auch diese möglicherweise diese Ohnmacht dahinter, den anderen halt da nicht zu erreichen. Und an der Stelle ist meistens dann auch erstmal der Prozess zu Ende, weil eine Suchtdynamik ist jetzt zwar nicht Thema, aber das vielleicht nochmal kurz zur Sucht. Wenn da eine Sucht ist, was wir ja jetzt nicht wissen, aber was von einer Seite gerade so aussieht, wenn da eine Sucht ist, eine Sucht funktioniert nur, wenn das Bewusstsein in dieser Sucht ist. Also die Sucht ist größer als das Bewusstsein. Dann steuert die Sucht. Wenn das Bewusstsein größer ist als die Sucht, dann ist keine Sucht mehr da. Dann sehe ich ja, was da läuft. Das heißt, in dem Moment, wo jemand klar sagen kann, hey, ich sehe, da ist eine Suchtdynamik in mir, steuert die ja schon gar nicht mehr. Kommt auf die Situation an. Also es wird immer wieder versucht. Sie versucht es immer wieder. Wenn ich nicht auf mich aufgepasst habe. Und wenn es nur ist, immer das Gleiche im Fernsehen zu gucken oder etwas, was mich beherrscht. Das merke ich jetzt inzwischen dann ganz schnell. Manchmal brauche ich es sogar, um was anderes nicht fühlen zu wollen, sich fühlen zu können. Dann mache ich mich, die Sucht macht weg. Habe ich so. Ja. Aber Und das. wenn das jetzt so endet wie bei der Frage, dass sie dann sagen, naja gut, aber das stimmt nicht, es ist alles okay, dann ist das wie mit der 6 und der 9. Ne? Von da drinnen, von der anderen Seite, ist das so nicht sichtbar. Und dann nützt auch über den Verstand reden relativ wenig. Das produziert dann nur noch mehr Widerstand, weil es sieht von der anderen Seite wirklich nicht so aus. Entweder weil es nicht so ist oder weil jemand noch mittendrin ist und das ganze Bild noch nicht erkennen kann. Das wissen wir nicht. Aber Thema da Wahrhaftigkeit, ist. du warst schon wahrhaftig, oder ich weiß den Namen jetzt nicht, du warst schon wahrhaftig, indem du dann gesagt hast, dass du das aus Sorge gemacht hast, ne? Dass er sich Sorgen macht. Und mehr kann man, glaube ich, auch nicht tun. Ja. Und ich würde gerne nochmal mit diesem, weil es war ja die Frage auch nach den unangenehmen Wahrheiten, wo man dann anfängt, Sachen zu drehen. Es geht gar nicht darum, das dann in irgendeiner perfekten Form zu sagen, sondern wahrhaftig heißt ja immer, ich sage das, was ich gerade mitkriege bei mir. Das heißt, wahrhaftig kann durchaus sein, ich sage du, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich dir was sagen soll, aber da gibt es was und ich traue mich gerade nicht. Das wäre ein super Einstieg, weil der ist wahrhaftig. Während in dem Moment, wo ich merke, Gott, das ist unangenehm, und dann reiße ich mich zusammen und dann haue ich es raus, das ist dann verhärtet und nicht wahrhaftig und dann viel schwieriger zu verarbeiten, als sich mit diesem Nichtwissen zu zeigen.
Da Valentina gibt hat es immer noch. Probleme. Valentina, wolltest du selbst zugeschaltet werden? Weswegen das mit dem Kopfhörer? Kopfhörer bekommt kein Signal. Schade, was wollte ich, wollte was sagen. Mein Verhalten hat immer eine Konsequenz im Außen. Je wahrhaftiger ich bin, desto mehr steht mein Selbstwert, meine Selbstsicherheit auf dem Spiel. Ich habe im Oktober eine tolle Erfahrung gemacht, die ich gerne erzählt hätte. Valentina, ich kann versuchen, dich dazuzuschalten. Wenn du nur das Mikrofon hast, dann habe ich dich vielleicht falsch verstanden. Wir versuchen es mal. Valentina, wo bist du denn? Nein, Valentina hat kein Signal, nein. Du hast kein Krönchen, dich kann ich nicht zuschalten. Warum auch immer. Das funktioniert nicht. Ich finde den, vielleicht kriegen wir das auch so hin, aber ich finde den Punkt spannend, den sie da schreibt, weil es schreibt halt, mein Verhalten hat immer eine Konsequenz im Außen. Ja. Und diese Logik, sie schreibt, je wahrhaftiger ich bin, desto mehr steht mein Selbstwert, meine Selbstsicherheit auf dem Spiel. Und da gibt es dann halt eine tolle Erfahrung. Gott sei Dank eine tolle, das freut mich. Aber diese Verbindung, okay, je wahrhaftiger, desto mehr steht mein Selbstwert, meine Selbstsicherheit auf dem Spiel. Man könnte ja auch sagen, die steht dann mal auf dem Spielfeld, die ist dann mal da und sichtbar. Ich glaube aber nicht, dass du es so meinst. Also das klingt ja so, als ob wahrhaftig sein gefährlich ist für Selbstwert und Selbstsicherheit. Und da kannst du ja nochmal zu schreiben, ob du das so meinst, weil da gibt es sicherlich auch noch andere Blickwinkel zu. Aber das war ja eine reale Erfahrung, weil was ein Preis ist, wenn man so wie Gabriele von auch beschrieben hat, als Kind lernt, dass wenn ich nicht sage, was wirklich ist, dass dann die Erwachsenen glücklicher sind. Da steht auch Selbstwert und Selbstsicherheit auf dem Spiel, weil ich gar nicht übe, selbst da zu sein, sondern es immer verdrehe. Ja, Ne, da ist das dann aber von Nachteil, nicht wahrhaftig sein absolut zu von können. Nachteil, ja. Ja, also Valentina schreibt, ja, wenn man irgendwie gelernt hat, dass man nicht richtig ist oder Genau. nicht sichtbar werden darf. Genau, darüber sind wir Da gerade hast du dich, auf genau, der verstanden. Spur. Genau. Und ich würde sogar sagen, dass der Grad, wie ich mich als Erwachsener traue, wirklich wahrhaftig zu sein, sehr auch mit meinen Erfahrungen als Kind zu tun hat. Ja, ob ich gelernt habe, die Sachen anders zu zeigen und dann dafür belohnt wurde und dachte, ah, so bin ich beliebter oder so sind meine Eltern glücklicher mit mir oder so funktioniert es besser. Und dann habe ich das direkt als Strategie geübt und alles, was wir üben, darin werden wir besser. Und die Sachen, die wir gut können, die verwenden wir. Und dann kann das sein, dass dieses Programm noch läuft, einfach weil ich es kann. Was dadurch aber auf dem Spiel steht, ist meines Erachtens Selbstwert und Genau, Selbstsicherheit. genau. Weil beides mit dem Wort selbst ja zu tun hat. Das heißt, es bin ja dann nie wirklich ich authentischerweise, Genau. ich wahrhaftig. Das ist Richtig nie gut. mein wahres Sein, es ist immer ein Verhalten, was ich erst drehen muss. Es braucht auch immer Energie. Ah, das ist eine Masche, die ich dann frage. Ich komme aus einer Familie mit Minderheitenthema, das sitzt sehr tief. Kriegsenkel. Ja, eine Minderheit darf nicht sie selbst sein, es ist existenziell. Genau. Ist es Also, eine da Familie gibt's. auch noch, ne? Die sich, also wenn die Valentina hat das dann also schon mitgebracht, von Anfang an. Da sind alle Genau. so. Genau. Und Gott Und das ist tatsächlich so. Es gibt so Themen, die man wirklich Generationen zurückverfolgen kann, die sich so durch die Ahnenreihen durchbewegen. Was ja auch naheliegend ist, weil ich gerade als Kind ja ganz viel, da ist das Universum, sind ja meine Eltern. Und da kriege ich einfach ganz viel Schwingung mit und ganz viel Verhaltensweisen, ganz viel Dynamiken. Und habe die einfach sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesogen. Und es gibt noch eine andere Komponente, wo es einfach schon auch, ja, wie so durchgereicht wird durch die Ahnenreihe, diese Themen. Und wenn dann ein sich verstecken, nicht zeigen dürfen, wer man wirklich ist, in der Ahnenreihe vorgekommen ist, wahrscheinlich sogar auch mit traumatischen Erfahrungen und wirklich mit Existenzbedrohung, dann hat das natürlich noch eine Wirkung, weil ich habe niemanden in meiner Ahnenreihe, der mir diese Frequenz vermittelt, einfach pur zu sein. Ich kriege immer mit, ah nee, lieber nicht pur, lieber verdrehen, lieber Vorsicht, lieber versteckt. Genau.
Und da ich das als Kind nicht hinterfrage, mache ich das einfach, merke unbewusst, ah, damit geht es irgendwie allen besser und die machen das auch so, dann gehöre ich dazu, nehme sozusagen die Schwingung, den Stallgeruch an, mache es genauso, wie die, die mir das vorleben. Und dann bin ich darin so geübt, dass mir alles andere Angst macht. Das wegzulassen geht dann nicht mehr. Mich mal einfach auszuprobieren, wer bin ich denn von innen heraus wirklich, wirkt dann enorm gefährlich, weil ich damit einfach keine guten Erfahrungen gemacht habe. Auch keine schlechten, aber eben keine Erfahrung. Es ist neu. Und Also in der ersten Valentina Hälfte schreibt. meines Lebens habe ich das überhaupt nicht bewusst wahrgenommen. Das habe ich eigentlich erst Eben, viel, viel eben. später. Da Und reflektiert man ja auch nicht drüber. Man sieht ja einfach nur die Effekte, ja. außen selbstsicher und stark und wirklich innerlich total ängstlich und zurückziehend. Ja, wahrhaftig, Beate schreibt. Deswegen war meine aktuelle Erfahrung sehr heilsam und stärkend. Valentina, vielleicht hast du dann doch irgendwann nächste Mal so eine kleine Webcam und dann kannst, hast, da ist immer ein Mikrofon dran und dann kann ich dich auch zuschalten. Aber was so schön ist, ist, dass ihr eben schreibt, die aktuelle Erfahrung ist sehr heilsam und stärkend. Also das sind Sachen, die können sich wandeln. Und zwar genau dadurch, dass sie sein dürfen. Dieses Prinzip haben wir hier schon oft besprochen. Ja. Dass dieses an sich rumzerren und irgendwas wollen, dass das die Sachen ganz schön blockieren kann. Während man mal feststellt, okay, wenn ich mich so mitkriege, stelle ich fest, ich bin gerade überhaupt nicht wahrhaftig. Könnte eine Wahrnehmung sein. Und die ist dann wiederum wahrhaftig. Genau. Also, dass ich mitkriege, hey, ich bin, wenn ich mit Menschen bin, gar nicht die, die ich wirklich da drin bin. Da drin, die ist ganz verschreckt oder ganz versteckt und hat gar nicht gelernt, sich als sie selbst zu zeigen und hat damals irgendwie gedacht, dann darf nicht man selber sein und da gibt es eine Familiengeschichte dazu. Und so mache ich das. Ich halte mich halt immer zurück. Das kann eine Erkenntnis sein, die ganz stimmig und wahrhaftig ist. Und dann wäre es günstiger, dazu einfach erstmal Ja zu sagen. Zu sagen, ja, so stehe ich gerade in der Welt. Und dann ist dieses Verstecktsein wahrhaftig. Dann ist dieses nicht die Wahrheit sagen können, nicht benennen können, was wirklich ist, ist das der wahrhaftige Ausdruck dieses Menschen. Macht das Sinn? Also kommt der Unterschied? Du nickst? Ja. Wenn was unklar ist, einfach fragen. Beate hat was gefragt, da kommen gerade ganz viele Wahrhaftigkeit, Sachen. Lass es mal. Wahrhaftigkeit kann auch je nach Kontext und Bewusstheit, gerade bei Tabuthemen, sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen. Ja. Ja. Es Nicht sein sein dürfen, dürfen. Vertrauen und einen sicheren Raum. Gerade beim Traum, Trauma, Traumhintergrund. Richtig, Tabuthemen sind oft mit Scham- und Schuldthemen belastet. Ja, und letzten Endes ist es dann nochmal wie so ein Nachholen, was man halt früher nicht hatte, diesen, wenn du von Vertrauen und sicheren Raum sprichst. Weil an sich, wenn wir auf die Welt kommen, gehen wir von diesem sicheren, vertrauten Raum aus. Also wir brauchen den nicht per se, wir gehen davon aus, dass es für uns unsicher ist. Also wir können gar nicht denken, dass es gegen uns ist. Wir haben ja noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Das heißt, als Kind sind wir, man sagt ja immer, ganz rein und unschuldig. Das heißt, wir sind da mit einem riesen Vertrauensvorschuss, sage ich jetzt mal, dass es schon gut gehen wird. Wir malen ein Bild und solange wir keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, gehen wir strahlen mit dem Bild zu Mama oder Papa und sagen, guck mal. Wir denken Da nicht vorher nach, ob das gut geht, ob die das so toll viele finden, Stellen denken ob die wir das sehen wollen, das. sondern hey, da bin ich. Ja, das ist dieses Reine. Ja. Und dann passieren halt diese ganzen anderen Erfahrungen, die uns schlimmstenfalls irgendwann glauben lassen, wir können der Welt nicht vertrauen, es ist nicht sicher für uns. Das ist was Angelerntes. Und dann fangen wir an, Sachen zurückzuhalten, Sachen zu verdrehen, uns nicht mehr wahrhaftig zu zeigen, weil wir denken, es ist gefährlich, es ist gegen uns. Und wenn das schon so im Zuge von der Entwicklung passiert ist, dann muss ich sagen, arbeite ich auch so mit den Menschen, dann braucht es erstmal Vertrauen und einen sicheren Raum, dass sich das wieder zurückbilden kann. Dass man erstmal wieder merkt,
Ah, okay, also ich muss jetzt nicht, das Leben geht nicht gegen mich. Es ist jetzt erstmal wirklich sicher. Und wenn es hier die Praxis ist oder jemand, der dafür Sorge trägt, dass jetzt wirklich nichts passieren kann, dass jemand in einer leichten Dosis lernt, wieder zu merken, okay, wer ist denn da wirklich? Wer bin ich denn, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit in Halb-Ab-Acht-Stellung bin, dass die Welt gegen mich geht? Das ist aber nur, um es wieder zurückzubauen. Generell brauchst nicht Vertrauen und einen sicheren Raum, um ich selbst zu sein, weil das ist mein natürlicher Zustand. So bin ich als kleines Wesen, wo ich noch gar nichts handeln konnte, auf die Welt geplumpst und ging davon aus, dass ich mit allem umgehen kann. Und vielleicht noch mal zu Vertrauen. Vertrauen heißt ja nicht, dass alles so ist, wie es für mich irgendwie ganz bequem und ganz angenehm ist und die Leute sich so verhalten, wie ich es gern hätte. Vertrauen heißt, dass ich dem, was mir hier widerfährt, gewappnet bin. Ich vertraue ins Leben. Ich vertraue, dass ich so, wie ich bin, wahrhaftig hier sein kann. Und das heißt nicht, es ist immer so, wie ich es möchte. Und das heißt auch nicht, dass es immer angenehm ist. Und da geht die Entwicklung wieder hin. Also nicht zu sehen, okay, ich bewege mich jetzt nur noch in sicheren Räumen, wo ich vertraue, sondern wenn ich wieder gelernt habe, auf hier drin zu vertrauen, dann ist mein sicherer Raum da drin. Ja. Und dann kann ich einfach von da wahrhaftig in der Welt sein. Das Oh, ist einfach eine Konzeption. ganz andere Daseinsform. Lass uns mal schauen, da ist aber viel. Konzeption gibt es aber auch schon Ursachen und vorgeburtlich ebenso. Präkonzeptionell. Also das Thema schon mitbringt, meinst du das? Ja, das hatte ich vorhin, ich wollte da nicht so tief drauf eingehen, aber das meinte ich vorhin auch, dass es einfach auch schon Das über die einfach so Arbeit. in der Ahnenreihe, dass das einfach schon da Ja. ist und auch in den Zellen schon gespeichert sein kann. Soweit ist die Wissenschaft mittlerweile auch schon, dass sie sagen, die Sachen sind teilweise in den Zellen schon so klar angelegt und gespeichert und auch schon vorgeburtlich. Absolut. Genau. Und Marius, Beate schreibt auch, wir haben gelernt, dass es unsicher ist. Genau. Ja, das ist was Gelerntes. Sonst würden wir ja nicht auf die Welt kommen, wenn wir vorher schon. lernen wir eigentlich auch ziemlich schnell. Also Marion, schreibt, gerade im Kontakt mit der Familie ist es heute noch schwierig für mich, wahrhaftig zu sein. Und ich glaube, da ist auch der Ort, wo man, zumindest kenne ich das von mir auch, wo man auch ins Zwiespalt gerät. Jetzt auch zum Thema Weihnachten. Ich habe mich eben auch irgendwann von Weihnachten distanziert. Also einfach, weil ich jetzt alleine lebe, das war, also zu Zeiten, wo die Kinder zu Hause waren, war das kein Thema. Das war Weihnachten. Ich habe Weihnachten immer geliebt. Und ich kam in den Zwiespalt mit mir selber, als ich alleine lebte. Will ich jetzt Weihnachten oder will ich jetzt nicht? Ich wollte den Konsumzwang nicht, weil ich wollte, das Kind in mir wollte aber auch doch noch Weihnachten haben. Und musste dann irgendwie so ein Mischmasch finden. Und inzwischen bin ich ganz klar, habe mich auch emotional von diesem Fest so weit gelöst, dass also schöne Dinge sein können, aber nicht sein müssen. Ich denke, das ist in der Familie ist das schwer, wenn man dann wirklich noch Rücksicht auch nimmt auf andere und nicht alleine für sich alleine entscheidet. Oder auf die Spur ist das Ja, und so. es hat auch eine andere Intensität. Das ist eben so wie Weihnachten. Und für mich, da ist einfach so eine Intensität, wo ich nicht einfach meine Maschen die ganze Zeit fahren kann. Ja, wo es einfach manchmal dann auch durchbricht. Und es ist letzten Endes ja auch der Ort, wo möglicherweise schon die meisten Unwahrhaftigkeiten angestaut sind. Deshalb kracht es ja dann so oft an den Feiertagen, wo man dann so lange zusammen ist, weil das irgendwann auffliegt, was nicht wahrhaftig ist. Urlaub Oder oder in, der wenn man halt lange, lange Zeit sich nicht damit beschäftigt hat, hey, was ist denn wirklich für mich wahrhaftig? Wer ist denn da wirklich? Was meine ich denn wirklich? Was geht denn wirklich in mir vor? Wenn ich so einen transparenten Umgang gar nicht habe mit meinem Partner oder mit meiner Familie, dann fliegt mir das natürlich irgendwann um die Ohren, wenn ich dann plötzlich viel Zeit mit denen verbringe. Und deshalb, das Einzige, was energiesparend tatsächlich funktioniert, ist, sich wahrhaftig mitzukriegen. Wie gesagt, nicht immer alles zu sagen, darum geht es nicht. Aber wirklich zu schauen, wer bin ich, wer will ich sein und mich damit in die Welt zu trauen. Und ich gebe da Marion völlig recht, das ist tatsächlich in der Familie
eines der schwierigsten Sachen. Es gibt so einen Satz, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann verbring mal ein Wochenende bei deiner Familie. Oder bei deinen Eltern. Also natürlich ist das das Intensivste, das Purste. Und das ist manchmal auch wirklich ein Prozess. Und man sagt, ganz lange haben wir uns nicht gesagt, was wirklich ist. Da kann ich jetzt nicht irgendwie mit der Brechstange, passiert dann irgendwann, wenn man nicht mehr kann, aber dann sind viele Irritationen. Mal zu schauen, an welcher Stelle verdrehe ich die Sachen, an welcher Stelle bin ich nicht wahrhaftig, das für sich selber erstmal einfach nur mitzukriegen. Und damit weich zu sein, das zu merken, sagen, na gut, will ich das so weitermachen oder will ich mal sagen, du weißt du, die ganzen Weihnachten so und so verbringen wir die. Passt das für dich? Weil ich merke, das ist gar nicht das, wie ich wirklich sein möchte. Das stresst mich und so geht es mir. Und ich wollte das mal sagen. Ich habe mich nie getraut, das zu sagen, weil ich wollte ja hier auch Kompromisse machen und keinen Stress. Also das wäre so eine wahrhaftige Mitteilung, die meistens nicht so viel Irritation macht, aber mal wieder in Richtung, wir sagen mal, was wirklich ist, geht. Ein Kompromiss bei mir gefunden. Ich feiere Weihnachten mit Menschen, die keine Familie haben. Und mache da eine Weihnachtsfeier, habe ich die letzten 2 Jahre gemacht, das war sehr schön. So, Valentina, hey, unsichere, Beate hatte geschrieben, oder hatten wir das schon? Unsichere Welt, das kenne ich nur zu gut, ich habe mich jahrelang versteckt, obwohl man ganz viel von mir gesehen hat, aber das Wesentliche habe ich nie gezeigt, weil es immer neue Verletzungen gab. Es ist besonders schwierig, dass die Sehnsucht nach echtem Kontakt zur Familie, aber eben die Traurigkeit, dass es nie so sein wird. Ja, das sind auch Wahrheiten, ne? Sich das einzugestehen. Ob ich wahrhaftig bin oder einsam oder Familie, aber eben nicht echt. Wow. Warte mal, ich muss mich entscheiden, ob ich wahrhaftig bin, aber einsam. Oder Familie, aber eben nicht echt. Genau. Das trifft. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele gibt, die da jetzt nicken würden und sagen, ja, und genau so ist es. Und das ist meines Erachtens eine riesen. Aus der Zeit, als ich doch Familie in der Familie gelebt habe. Das ist. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wenn wir das alle glauben, dass das so ist. Entweder ich bin wahrhaftig und ich bin das. Aber dann bin ich allein, dann will keiner was mit mir zu tun haben. Das führt ja genau dazu, dieser Glaube, dass ich mich nicht zeige. Und je mehr man sich darauf dann auch noch einigt, desto mehr wird das dann natürlich auch Realität. Wenn man mal sagt, okay, mein Familiengefüge funktioniert nicht, wenn ich wahrhaftig zeige, was wirklich ist, dann ist das wahrscheinlich in vielen Familien absolut die Wahrheit in dem Moment. Da würden viele sagen, ja, das stimmt schon mal. Daraus jetzt aber diese Konsequenz zu ziehen, macht es sehr starr und hat natürlich einen sehr hohen Preis. Und man sagt, geht da nicht noch ein anderes Bewusstsein? Geht das nicht noch anders? Weil wenn ich sage, gut, also wir haben uns hier unwahrhaftig in der Familie so einen Konsens geschaffen, wie wir miteinander sein können, ohne dass wir uns die Stühle über die Köpfe hauen. Und damit ist aber kein Mensch mehr wahrhaftig. Aber irgendwie funktioniert Weihnachten, darf nur keiner dran rütteln. So, wenn man jetzt sagt, okay, ich fange jetzt mal an, wahrhaftiger zu werden. So ein System rüttelt dann natürlich. Also wenn ich hier Paare in der Praxis habe, die lange nicht authentisch miteinander waren, dann rüttelt es an dem System erstmal. Das kann sein, dass es erstmal ziemlich heftig wird, weil die Balance, die war in Unwahrhaftigkeit, war trotzdem eine Balance, wenn auch mit einem hohen Preis, die zerschießt es. Und dann aber darauf zu vertrauen, dass in dem Moment sich möglicherweise eine neue Balance herstellen kann. Mit viel mehr Wahrhaftigkeit. Das sind Systeme, die brauchen manchmal ein bisschen Zeit, sich dann zu adaptieren. Und manchmal funktioniert es, manchmal braucht es Unterstützung, manchmal dauert es länger, manchmal zieht sich erstmal jemand aus dem System zurück und sagt, nee, so nicht. Aber da mal drauf zu vertrauen, dass das geht. Nicht zu sagen, ich kann mit Menschen gar nicht sein, zumindest nicht mit meiner Familie, wenn ich bin. Ja, weil das macht eine Enge, das macht der Verstand. Also bin da ein Fan von, lass eine kleine Lücke, dass das Leben dich überraschen darf, dass es doch geht. Und auch noch zu Lebzeiten und nicht erst kurz vor Schluss.
Ich Da muss gibt noch es mal was zurück. da, ich glaube, es gibt was dazwischen, genau, Ja, das meine ich ich muss nämlich. noch mal zu Marion zurück. Sie schreibt, ich muss mich entscheiden, ob ich wahrhaftig bin, aber einsam. Wenn du, da habe ich ja irgendwie zugestimmt. Also ich habe mehr Einsamkeit gefühlt, wenn ich diese Kompromisse gelebt habe. Wenn ich versucht habe, es allen recht zu machen und mich dabei vergessen habe, dann war ich einsam. Alle waren zufrieden, aber ich war alleine. Da habe ich Einsamkeit gefühlt. Wenn ich wahrhaftig bin, dann kann ich vielleicht traurig darüber sein, dass die anderen mich nicht mögen, aber dann stehe ich zu mir und dann geht es mir gut. Aber das ist eben der Selbstwert, der dann immer eben angesprochen wurde. Also die Einsamkeit hat mich, ist es im Nachhinein erst gekommen. Aber gehen wir ruhig weiter. Ja, Marion sagt, ich schaffe das nicht, ich halte das nicht aus. Es ist manchmal auch nicht auszuhalten gewesen. Ja, und das ist halt tatsächlich, je nachdem, was da auch für Familienthemen sind, das fühlt sich ziemlich intensiv an. Gehen wir jetzt persönlich natürlich jetzt hier an der Stelle nicht so tief drauf ein, aber ich glaube, da ist ein ganz schön heftiges auch Thema in der Familie, dass man dem wirklich auch erstmal ohnmächtig gegenübersteht und sagt, ja, aber das Familiensystem würde so ruckeln und das funktioniert einfach nicht. Und dann schmerzt es, ne? Zu sehen, okay, es ist nicht sofort dann in Balance und alles schön und sich da drin auch sein lassen. Also zu sagen, gut, dann ist das jetzt das Wahrhaftige, dann fühle ich mich dem gegenüber ohnmächtig und dann treffe ich die Entscheidung. Also niemals zu sagen, dann muss ich aber von mir weggehen, wegen dieser Familiendynamik, dann reagiere ich auf das Dysfunktionale. Sondern zu sagen, nee, was ich machen kann, so wie du es auch sagst, ich kann aber schauen, was ist meine Wahrheit, was passt für mich? Und was schmerzt mich daran, dass es so noch nicht ist, wie ich es mir vielleicht wünsche? Und damit da zu sein. Und meistens geht dann dieses Einsamkeitsgefühl weg, weil ich ja wieder wahrhaftig an der Welt andocke. Vielleicht nicht bei meiner Ursprungsfamilie, weil da ist noch eine Störung drin. Aber ich docke wieder an der Welt an, als die, die ich wirklich bin. Und bin damit sichtbar. Und das ist dann nicht mehr einsam. Also da geht meistens dann die Tür wieder auf. In dem Moment, wo ich nur sage, ich kann nicht mehr wahrhaftig in der Welt sein, weil das will keiner, ab da ist die Tür zu. Und da fängt Einsamkeit dann wirklich an. Oder ich kann nur als Fake-Variante mich zeigen. Ach, dann habe ich vielleicht viele Menschen um mich rum, aber bin innerlich ganz, ganz Immer nur einsam. einsam gewesen oder ich habe mich immer nur einsam gefühlt, wenn ich unter vielen Menschen war. Ich es nicht dazugehöre. Aber Hannelore schreibt noch, ich übe seit Jahren immer mehr von mir zu zeigen, nicht nur an Weihnachten, sondern im Laufe des Jahres und es wird langsam immer angenehmer. Es ist wirklich ein Super. Training, ein Genau. bewusstes Wahrnehmen, eine Erkenntnis und das Trainieren. Marion, ich bin lieber allein mit mir und eben einsam, als mit meiner Familie mich einsam mit meiner Familie sich einsam zu fühlen. Also bist du auch mit dir alleine einsam? Okay. Ja, ich nehme mir dann das Ausspruch zum Vorbild, sei die Veränderung, die du von der Welt wünschst. Selbst. Und vielleicht, um das jetzt mal so wieder zusammenzuführen, Ja. weil wir zeitlich auch bald am Ende sind, ziemlich gleich, bin auf dem Weg zu mir, es wird besser. Ach schön, Marion. Ich spüre da auch eine Bewegung. Also ich sehe das jetzt nicht so stagnierend und schwarz, wie ich es Alleine vielleicht das. manchmal glaubte zu verstehen in den Worten, sondern da bewegt sich was. Alleine das ist reflektiert dabei und Und Marion das allein. jetzt hier passiert ja auch gerade. Ich meine, letzten Endes dadurch, jetzt zum Beispiel Marion, aber alle anderen machen das ja auch so, dadurch, dass ihr euch jetzt hier wahrhaftig mitteilt, mit den Sachen so, wie sie halt gerade sind und wie das in euch ist, passiert ja schon eine Verbindung mit der Welt, mit dem Leben selbst. Ja. Und dann hat es nicht mehr dieses Abgeschnitten, was wir so einsam als sehr unangenehm empfinden, sondern dann bin ich ja mit dem sichtbar, was wahrhaftig in mir ist. Und dass so viele Leute, die ich hier in der Praxis begleite, wo es ja gar nicht anders geht, als sich Richtung authentisch, wahrhaftig zu bewegen, weil es ist einfach die Ausrichtung meiner Arbeit hier. Und es gibt wirklich niemanden, und ich mache das jetzt schon 17 Jahre, der an der Stelle sagt, nee, ich hätte gerne wieder
die andere Variante von mir. Und zwar selbst, wenn es Konsequenzen hat. Also es gibt manchmal Leute, die haben so lange, ich sag mal, neben der Spur, also die haben sich gar nicht von innen heraus mit der Welt verbunden, weil sie immer dachten, sie müssten komplett wer anders sein. Und wenn man das jahrelang macht, dann kann das sein, dass sich ein Leben um einen rum aufgebaut hat, mit einem Job, mit einem Partner, mit Freunden, was zwar daneben funktioniert, aber wenn man dann hier zum Coaching kommt und irgendwie sich wieder mit seinem wahren Selbst, sage ich jetzt mal, mit seinem Kern verbindet und spürt, wer ist denn da wirklich? Was sind denn wirklich meine Werte? Was ist denn mir wirklich ein Anliegen in diesem Leben? Wer lebt denn da? Was ist denn da, wenn ich mal mit mir verbunden bin? Und dann wird das spürbar, dann geht meistens die Schwingung hoch, die Augen leuchten wieder mehr, der Mensch ist wirklich viel realer da, wird meistens auch viel schöner, aber dann geht er zurück in sein Leben. Und ich warne durchaus manchmal auch vor, besonders wenn jemand schon lange Partnerschaften hat und man es von außen schon so ein bisschen ahnt, dass das ziemlich merkwürdig sein kann, binnen kurzer Zeit, dass der Mensch nach Hause geht und feststellt, mit wem lebe ich denn da? Wo muss ich denn morgen auf Arbeit hin? Was sind denn das für Freunde? Was machen die denn die ganze Zeit am Wochenende? Ist das mein Leben? Wow! Gibt es schon einige, die dann wirklich einmal komplett alles auf den Kopf stellen müssen, weil sie einfach sich was kreiert haben, was zu ihrem wahrhaftigen Ausdruck gar nicht resoniert. Hat aber, wie gesagt, auch wenn es manchmal turbulente Zeiten gibt, noch keiner bereut, weil man wirklich ja dann von innen auch spürt, aber das ist viel mehr meins. Und wenn es jetzt erstmal ein bisschen Umbruch bedarf, okay, aber jetzt spüre ich, das ist mein natürlicher Lebensraum, das so möchte ich in der Welt sein. Also es ist immer meines Erachtens das, was mehr Energie bringt, was, wo man innerlich weiß, da geht's lang in Richtung Wahrhaftigkeit. Auch wenn manchmal der Preis erstmal heißt Umbruch. Ja, und das macht auch unsicher, wenn diese Wandlung stattfindet. Weiß ich dann manchmal gar nicht, was ist jetzt für mich wahrhaftig? Denke ich manchmal nicht drüber nach. Es fühlt sich einfach unsicher an, wenn man sich verändert. Immer. Genau. Okay. Ach, da gibt es noch so eine ganz schöne, liebevolle Mitteilung von der Beate. Danke dafür. Ach, ihr helft. Genau, das ist das, was wir eben sprachen. Ja. Es braucht gerade diesen Raum, wo das endlich mal möglich ist. Und du erschaffst das, liebe Karin. Du erschaffst diesen Raum auf eine liebevolle, sehr empathische Art, wo alles sein darf, ohne Vorurteile und Verurteilungen. Vielen Dank für diesen Raum. Schön. Ja. Und das, danke ich euch. Diese drei soll ein Herzchen sein. Und sich in einem Raum, seinen Raum zu nehmen, kostet viel Energie. Ja, schön, dass ich dabei war. Danke, Valentina. Ja, ich danke euch auch wieder mal sehr für diese wirklich wahrhaftig authentischen Mitteilungen hier. Also das ist wirklich, letzten Endes haben wir hier genau das gelebt, worüber wir geredet haben. Und ja, genau so macht es auch Sinn, weil nur drüber reden kann man mal machen, bringt aber wenig. Also danke, danke für diese schöne Zeit hier mit euch. Ich freue mich, euch bald hier wieder zu sehen. Wir werden schauen, werden euch wissen lassen. Wenn wir einen neuen Termin haben, dann werdet ihr Bescheid bekommen. Und ihr kriegt von mir ja auch den Download und es wird ja auch bei YouTube veröffentlicht und ihr kriegt auch das Audioformat. Und ja, ich schreibe euch das alles. Okay. Liebe Karin, das war wieder eine runde Stunde und es hat Spaß gemacht. Es hat mich wieder zurückgeführt in die erste Hälfte meines Lebens und dann auch damit in die zweite, wo ich angefangen habe, mich umzukrempeln. Und wer meine Webseite kennt, lichtaufstieg.de, kann meine Geschichte da verfolgen. Ich habe auch davon geschrieben, dass ich Mauern einreißen musste, um zu mir zu kommen. Und das hat oft, oft sehr weh getan. Und ich habe sehr, sehr viel geweint. Ja. Abende, Nächte lang geweint. Aber es war halt kein weiter Weg irgendwo hin, sondern es war die Mauern wieder nach innen. Und das ist die gute Nachricht. Wir reden hier über eine Thematik, die haben wir alle schon mal drauf gehabt. Das ist unser Ursprung. Das heißt, wir müssen nur die Sachen wieder lernen, abzubauen, die uns davon hindern und was übrig bleibt, ist das Wahrhaftige. Das Webinar mitgemacht, das Intensivwebinar. Und da hieß es auch, wir sind alle der Diamant und wir schlagen
30 Jahre vielleicht, irgendeine Schicht nach der anderen drauf und dann kommt die Wende in unserem Leben und wir fangen an, die Schichten wieder abzubauen. Wenn wir fertig sind, dann gehen wir mal und ruhen uns Schönes aus und dann Bild. kommen wir wieder und machen es wieder von vorne. Das ist das Leben. Oh mein Gott, ja, so ist es. Okay, dann beschließen wir das für heute. Einen wunderschönen Abend euch allen und wieder mal großes, großes Danke für die Zeit hier. Euch alle hier. Okay. Tschüss. Tschüss. So.